Another damn, we just tryna make a way now. The hatred growing stronger every single day now. I hear these rappers, they ain't tryna talk about it. They ain't tryna get involved, and they would rather catch a wave now. But how cool is the gunplay when the strays will hit the playground, eh? But never mind about that, cause once you make it out, you think this world just don't affect you anymore. Until somebody from your past come back to settle the score. Like Tupac on September 7th, man in this fight against hate, learn the greatest weapon. So if you're tryna walk with me, set the cycle, gonna stop right here. My God gave his life for mine, so I can make this clear. The more and more my name is growing because of music, the more that I see it ain't about the music, but the way that I use it. So go ahead, keep on rapping better, lay your trappers and your drugs. I'll be here just holding down for the people and the lawyer. I was trying to feel the way with you. I was trying to feel the way with you. I was trying to feel the way with you. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sitzen hier auf der Autobahnraststätte mit Benny. Hi. Plus seinem R8. Den habt ihr gerade schon gesehen. Warum sitzen wir hier auf der Autobahn? Weil sich das Auto genau hier am wohlsten fühlt. Auto läuft. Auto läuft. Wie man unschwer erkennen kann, R8 Biturbo. Wir haben schon ein paar Videos zu gemacht. Wir haben immer gesagt, sobald das Auto fährt, kriegt ihr ein richtig geiles Fahrvideo und das bekommt ihr heute. Ich selber bin sehr, 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 sehr gespannt, wie das Ding so fährt. 10 Zylinder, 2 Turbolader ist ja eigentlich immer so die Macht. Fährt auch wirklich echt gut, das Auto. Plus das Getriebe dazu, DSG, glaube ich, ist eine fiese Mischung. Ne? Fährt echt geil. Wie viele Kilometer bist du schon gefahren? Jetzt schon so 4.500. 4.500, okay. Alter, 4.500 Kilometer? Ja, 4.500 Kilometer. Dabei bist du ja auf zum Wörthersee noch nicht mal auf Achse hin und so gefahren, ne? Also ich fahre das Auto schon, ne? Das Auto wird benutzt. Und dazu muss man sagen, Benny ballert mit den Kisten immer so richtig rum. Deswegen haben René und ich uns auch besonders auf das Video gefreut, weil wir ja schon im Vorfeld wussten, es wird richtig Action geben. Es wird schon geil. Ich glaube, die ersten Aufnahmen waren schon ganz cool, aber das Krasseste kommt jetzt erst. Ja, freue mich auch drauf. Sag mal was zur Technik. Hat alles funktioniert gleich so wie vorgestellt? Läuft alles? Passt alles? Musstest du diverse Probleme noch handhaben? Zum Glück nicht viele Probleme. Ne? Mhm. Also eigentlich kann man davon sprechen, dass wir es zusammengebaut haben und eigentlich dann rechnest du damit. Ja, ja. Du musst eigentlich viel schrauben. Das war eigentlich nicht der Fall. Ja. Wirklich nur Kleinigkeiten. Ne? Mhm. Also eigentlich zusammengebaut und hat funktioniert. Und funktioniert, okay. Ja. Wir fangen mal mit so ein paar Fakten an. Ladedruck? Jetzt so 0,65 bar. 0,65 bar, okay, das ist ja eigentlich noch human. Ja, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Potenzial. Genau, je nachdem auch wie warm die Westgates sind. Ja. Ne? Manchmal macht er noch 0,6, 0,65, irgendwie so in dem Dreh. Mhm. Hier spricht man auch über die Zahlen in so kleinen Sprüngen, weil wirklich jeder kleine Step an Druck belohnt das Ding an Leistung. Merkt man sofort. Also sprich, wenn wir 0,7 fahren würden, würdest du das sofort merken. Und das ist jetzt Originalsteuergerät und noch extra Steuergerät für die Ladedruckregelung. Genau. Was regelst du noch über das andere Steuergerät? Über das Zusatzsteuergerät ist dann noch so Zusatzwasserpumpe, als Beispiel die Ladedruckregelung, Temperaturüberwachung nochmal zusätzlich. Ich kann dann zum Beispiel sagen, wenn wir zu viel Abgastemperatur fahren auf einmal, der fährt in eine Regelung rein, dann nimmt der komplett den Ladedruck wieder raus und. Du kannst halt so ein paar Zusatzfeatures mit kontrollieren. Mhm. Ne? Wie funktioniert das Auto sonst so bisher? Also du hast ja auch schon einige Autos gebaut, jetzt so das komplette Konzept mit Fahrwerk, Bremse, Auto, R8 und so weiter. Das passt halt perfekt. Passt perfekt, okay. Das passt perfekt. Ich würde jetzt auch sagen, so die Leistung, die wir jetzt gerade so ungefähr, ist für ein Straßenauto fast ideal. Es ist jetzt nicht, dass das irgendwie unkontrollierbar ist oder sowas. Das fährt fast wie von Werk, nur mit halt richtig Dampf. Richtig Dampf heißt in dem Fall? Das sind so jetzt so circa 1000 PS. 1000 PS? Ja. Okay. Genau. Mit eventuell irgendwann nochmal ein bisschen Luft nach oben. Mhm. Ne, nicht gleich voll aufdrehen, ne, sonst macht es keinen Spaß. Eventuell heißt, Benny hat schon einen Plan und wahrscheinlich auch schon eine Umsetzung. Ja, wird bestimmt nochmal was kommen. Ja. Ne, aber für den Anfang, es passt. Ich finde ja alleine immer krass schon bei den Dingern, Sound alleine, ne? Voll geil. Serie auch schon geil. Genau, V10 ja eh, aber da ist ja das Geile, dass man auch endlich mal ein bisschen Lader hört. Ne? Ja, und das hörst du richtig. Das hörst du echt richtig, gerade wegen der Ansaugung und sowas. Ne? Und wenn Klappe zu, das hatten wir euch im letzten Video schon gezeigt, hörst du gar nichts. Es klingt wie ein Staubsauger, den du durchs Wohnzimmer schiebst. Ja. Ne? An der Stelle schon mal nochmal zwischendurch.
Benny versucht auch aktuell mit diesem Auto einen richtigen TÜV hinzukriegen. Ja, ist eigentlich auch schon alles in Arbeit. Also das kommt jetzt. Das heißt, da muss richtig ein Abgasgutachten gefahren werden, Geräuschmessung, genau, Geräuschmessung und so weiter. Haben wir natürlich intern schon alles gemacht. Packt das Auto auch so. Ja, bis auf, was jetzt fehlt, ist einmal Abgaslabor halt. Ne? Mhm, okay. Das ist jetzt so der nächste Schritt. Weil ihr habt ja eh für diverse Abgasanlagen und so weiter auch schon Gutachten. Ne? Genau. Okay, ja, geile Sache. Vielleicht wird das wirklich mal ein Street Legal. So ist der Plan. Renner. Ja. Sehr gut. Ich würde sagen, in dem Video quatschen wir mal nicht so viel. Wir setzen uns lieber ins Auto. Und fahren. Und fahren. Machen wir. Alles klar. So, V10 Biturbo macht jetzt ja so ein bisschen Lust, dass ich am liebsten heute Nacht Lambo noch zusammenbauen würde. wo ich gerade auf jeden Fall schon mal extrem positiv überrascht war, ist, wie sauber das Ding anfährt. Ja, wie das Serienauto. Da ist natürlich jedes andere Auto, wo du eine Sportkupplung reinklatscht, erstmal kannst du vergessen dagegen. Ne? Auf jeden Fall. Das fährt ziemlich seriennah, kann man sagen. Wann geht das Ding ungefähr so los? Ja, also bei 4 ist es 4. Geht's los. Dann hast du grob 5000 Umdrehungen Band, weil es ist 9.1. 9000, also schon relativ gutes Band. Ne? Okay, 4000. Das ist ja eigentlich schon recht spät. Mhm. Das zeigt aber halt so ein bisschen, dass da halt doch schon ein paar männliche Lader so draufstecken. Ja, das sind halt 2 GTX35 Gentoo. Große Abgasgehäuse, 1.01. Klar, vom Drehzahlband ist natürlich immer noch ein Traum, weil du hast theoretisch über 50% Drehzahlband. Ne? Bei welchem anderen Auto mit der Leistung hast du das so, ne? Genau, deshalb ist das auch gar nicht schlimm, dass die Lade ist. Klingt erstmal 4.000 drin, klingt erstmal spät, ist es eigentlich gar nicht. Und die 4.000 sind aber schon so, dass sie da wirklich erst kommen, oder taktest du das vorher schon ein bisschen runter? Nee, der fängt so mit 0.45 an, 0.5 ungefähr, je nachdem, wie warm die Westgates sind, ne? Weil die Federrate halt so sich dadurch ja so ein bisschen ändert durch Temperatur. Ne? Und dann fährt der oben raus so 0,6, 0,65. Krass. Und du sagtest, jetzt willst du erstmal so ein bisschen Kühlkreislauf vom Ladeluftkühler wieder kalt fahren. Genau, den fahren wir jetzt ein bisschen kalt, weil wir standen ja jetzt auf der Raststätte die ganze Zeit. Und dann heizt sich das durch die Abgasanlage und allgemein durch die ganze Stauwärme natürlich auf. Alles auf, ja. Genau, aber ich gucke jetzt hier gerade schon mal drauf. Wir haben schon wieder 39 Grad. 39 Grad, okay. Ja. Da sieht man auch, dass das Kühlsystem gut funktioniert. Und draußen haben wir 28, ne? Das heißt, wir sind knapp da drüber. Genau, das passt also schon. Ne? Das funktioniert mal. Wir sind losgefahren, glaube ich, mit 52. Du hattest ja vorher den R6 mit über 1000 PS. Mhm. Wie ist so der Vergleich? Dann kannst du gar nicht vergleichen. 0,0 Vergleich. Nee, also allein Getriebetechnik und sowas ist halt hier nochmal viel welt. Krasser. Das ist halt ein DSG. Das andere waren Wandlergetriebe. Ne? Schneller als der auf jeden Fall. Ja. Also R6 war ein super geiles Auto, aber hat halt viel Gewicht mitzuziehen. Ja. Ne? Was macht mehr Spaß? Schwierig zu sagen. Ist beides geil, ist beides auf seine Art geil. Ja. Das ist einfach hier ziemlich kompromisslos. Ja, halt, ne? Das ist halt super sportlich. Ja, ne? Genau. Ja, krass. Akustik auf jeden Fall brett. Geil, ne? Das Ding halt so von hinten so anschreit. Ja. Ne? Ist auch Gewohnheitssache, ist auch mein erster Wagen, wo der Motor hinten ist. Ne? Das ist erstmal ungewohnt. Ne? Na, du hast schon abgeblasen. Ja, aber er fährt auch noch so im Teillast und so auch noch richtig sauber. Ja. Ne? Also ist wirklich. So, was sagst du, 100, 200? Ja, gute Frage. Gut, ist jetzt noch, natürlich noch relativ warm. Ne? Ja, zu zweit hier drin. Ja, irgendwie so im 4-Sekunden-Bereich. 4 ne? Sekunden, okay, ja, krass. Genau, irgendwie so im 4-Sekunden-Bereich. Das ist eigentlich schon übel, ne? Wie schnell. Also es ist ja schon ein krasser Umfang, den du da gebaut hast. Es ist ja nicht so irgendwie nur ein Upgrade-Lader drauf und fertig, weil war halt sauber vorher. Ne? Ja. Aber dann sofort 4 Sekunden ist natürlich auch. Ja, mit wirklich minimaler Aufladung. Ja. Also hier ist noch eigentlich jede Menge Potenzial nach oben. Ne? Ja, glaube ich, wenn du jetzt so 0,6 fährst. Ja. Los geht, tut es eigentlich erst so ab 7. 7? Da geht es eigentlich erst richtig los. Hat das irgendwie was mit Nockenwellenverstellung? Mit Nockenwellenverstellung, genau. Und du fährst den immer auf manuell? Genau, der dreht dann einen Ticken weiter aus. Auf dem Dynamic-Modus dreht er nicht ganz aus. Also wenn er selber schaltet, dann macht er so 8,8 oder so. Der Schaltanschluss passt halt besser, wenn du manuell schaltest. Ne? Ja. Alter. Thank you.
Alter, boah. Wow. Alter. Zweiten Vollwheelspin. Ja, da kam leicht der Arsch. Das waren ja auch wirklich gefühlt auf 100 Meter, 130 locker. Alter. Wenn ich meine. Alter, Respekt. Ja, und raus brutal. Ja, was ja? Alter, die Gänge gerade, das ist ja wirklich... Ja. Vor allem wieder, ich hab richtig Gänsehaut, ne? Wieder so mit steigender Drehzahl danach legen. Da geht's dann echt richtig krass vorwärts, ne? Alter Schwede. Alter Schwede. Ja. Ich fang mal woanders an. Ja. Das war gerade 202,50 schon eine 3,4. Ja. Oh, selber gar nicht gesehen. Oh, schon fix, ne? Eine 3,4 aus 100 gefahren. Ja. Bei der Temperatur. Ja. Alter Schwede. Was meinst du, wenn du allein fährst? Ja, brutal. Also lass es kalt sein und alleine fahren, fährt das Ding unter 3. Ja. Definitiv. Glaube ich. Ich teste es gerade erstmal mit dir. Ja. Also bin ich selber noch nicht gefahren. Brutal. Bin ich selber noch nicht gefahren. Nein, auch die 100, 200, die habe ich im Prinzip noch gar nicht richtig durchgezogen. Ja. Ne? Also. Ja, also bist du aus 110 losgefahren. Ja. Also. Ja. So, alter Schwede. Ja, 202,50, 3,4. Brett. Aber wie das Ding unten rum geht, ist ja brutal. Unten raus, ne? Ist halt heftig, ne? Ja. Alter Schwede. 3,3. Also ich sage dir, wenn wir gleich zurück sind und du René eine Runde mitnimmst, der scheißt sich komplett in die Hose. Ja, das machen wir gleich mal. Aber liegt halt auch echt viel Brett, ne? Ja, voll auch geil. So Bremsen und so ist wirklich alles krass, ne? Alter. Wahnsinn. Krasser Scheiß. Da. Ja. Definitiv. Übel. Vor allem auch wie direkt so, ne? Wie auch, das Ding so ein bisschen. Jeden Lenkbefehl setzt das Ding halt auch echt geil um, ne? Das funktioniert echt gut. Es ist zum alten 8 Lichtjahre. Ja. Dann bist du schon mal eingefahren? Ja. Es fährt wirklich ganz anders. Nee, ist wirklich. Ja. Wirklich krass. Über ein halber Tank. Brutal. Also wirklich, wirklich richtig schnell. Und wieder 202,50 eine 3,3 durchgefahren. Das heißt, wir reden hier von 102,50, 7,3 Sekunden. Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich schnell. Krass. Und dazu 0,65 Bar halt. Ne? Ja, also da ist echt noch, also ist noch Potenzial. Schon, ne? So schnell von der Beschleunigung her, dass es auch wirklich schon mal wieder so merkt, dass es halt so arbeitet im Magen. Ja, so, ne? Es hört halt nicht auf nach oben, ne? Das ist halt das Geile. Ne? Und ich meine, klar ist ein DSG, aber du schaltest 100, 200 auch dreimal. Ne? Dreimal geschaltet. Und dann immer noch, guck mal, die 4-0. Ne? Ja. So, das war's. Jetzt ist René dran. Der wird sich richtig einscheißen, weil der ist nämlich sowas auch noch nicht so oft gefahren. Brutal. Ja. Ich habe gerade schon angekündigt, du wirst dich richtig einscheißen gleich. 100, 200, 4-0. Was? 202,50, 3-1. 3-1. 3-1 umgefahren. Ja. Fährt wirklich und das Ding hat eine Kurvenlage und auf der Bremse und so. Muss ich erstmal sacken lassen. Nee, danach bist du komplett versaut. Wahrscheinlich schon, ja. Ciao.
So, und genau das ist Benny. Deswegen habe ich die Kamera draufgehalten. Ich wusste, er wird hier vom Rastplatz runterfahren und direkt von 30 bis 250 wieder durchziehen. Also ich bin echt gespannt, was René gleich sagt. Versprochen? Nee, es ist echt, echt heftig. Ich habe zu Benny schon gesagt, es fühlt sich trotzdem so sicher an, einfach in dem Auto. Aber ist schon krass, wie das Ding unten raus schiebt und so, ne? Auch oben raus noch. Es ist echt brutal, wirklich. Das hätte ich nicht gedacht, ehrlich nicht. So, das reicht an Action für heute. Das müssen wir erstmal sacken lassen. Brutal geiles Auto, mehr braucht man wirklich nicht sagen. Wir machen jetzt Feierabend. Jo. Ich freue mich auf alle Events, die dieses Auto noch so mitkriegen wird, ne? Weil so wie man dich kennt, du wirst ja trotzdem weitermachen. Ja, Stillstand ist Rückstand, ne? Und das wird auf jeden Fall noch geil. Bis zum nächsten Mal. Ciao.